Also, ich vermute mal, dass alle, die jetzt noch nicht gewechselt haben, wahrscheinlich gerade irgendwo außerhalb sind. Da können wir leider nichts dran machen. Wurde auch gerade noch darauf hingewiesen, dass wir zwei Teams 7 haben. Das geht natürlich nicht. Ich habe gerade das rechte Team 7 in Team 8 umbenannt. So, Team 7 und 7 ist Team 14. Genau. Also, ihr müsstet jetzt quasi sehen, geteilt unser Jeopardy-Spielfeld. Moment, was kommen hier für Fragen? Kann ich in mein Team zugreifen, oder? Nee, du kannst, Daniela, du kannst quasi nur über den Chat dich mit deinem Team abstimmen, aber das ist wahrscheinlich zu langsam. Also wahrscheinlich ist es schneller, wenn einer von euch, der im Team ist, sich sozusagen einfach meldet, sobald ihr glaubt, die Antwort zu wissen. Dann kommt ihr auf die Bühne, sagt dann dazu, welches Team ihr seid, und wenn ihr es richtig habt, dann kriegt ihr quasi die Punkte zugeschrieben. Wenn ihr schnell genug seid und euch jemand über den Chat noch was zurufen kann, ist das natürlich umso besser. Exakt. Also, wir haben 5 Kategorien. Es gibt die Kategorie Lern OS Grundlagen ganz links. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen sehen, sonst ich lese alle nochmal vor. Dann gibt es Lern OS for You, also Lern OS auf individueller Ebene, Lern OS für Organisationen. Da kommen einige Themen vor, die heute im Impuls dran kamen. Da können wir gleich gucken, wer gut aufgepasst hat. Dann gibt es die LernOS Toolbox, also die Methoden und Tools, über die wir einiges gehört haben. Und es gibt LernOS Technik, also dieses Ganze im Hintergrund, welche Tools werden verwendet und solche Geschichten. Unten am Rand seht ihr die Teams, Team 1 bis 10. Ich habe jetzt gesehen, es sitzen nicht an jedem Tisch sozusagen Leute. Das heißt, die bleiben dann einfach nackig. Und ich würde jetzt einfach bitten, von dem Tisch 1, also jemand, der an Tisch 1 sitzt, sich mal zu melden. Und den hole ich an auf die Bühne, und der oder diejenige kann dann die erste Kategorie auswählen. Ihr müsstet unten in dem in dieser Taskbar müsstet ihr so ein Raise Hand Feature haben. Wenn ihr das klickt, dann geht hier die Hand hoch. Jemand aus Team 1 oder Tisch 1 sozusagen da mal klicken. Noch sehe ich niemand. Traut euch nicht. Team 1 ist schüchtern. Ihr habt sozusagen den Freifahrschein der Oliver Fleischmann. Alles klar. Also Oliver, du kannst auf die Bühne kommen. Jetzt hast du die Einladung bekommen. Ja, Schön, hi. herzliches Team erstmal Also abstimmen. wir hatten gerade ein Technikproblem, glaube ich, dass nicht klar war, wie man direkt sagen kann, ich will auf die Bühne. Aber das macht man jetzt einfach durch Raise Hand und dann holst du uns auf die Bühne. Genau, ganz genau. Also wer kommen will, der macht Raise Hands und dann schicke ich die Einladung. So ist es. Also ich bin, Genau. was LernOS angeht, glaube ich, der Ahnungslose aus der ganzen Gruppe. Deswegen ist gut, dass ich hier vorne bin. Ich nehme Technik für, Technik für 100 wahrscheinlich dann erst. Technik für 100, ja. Alles klar. Also, die Antwort heißt GitHub. Was ist die Frage dazu? Oh, das wissen die anderen besser. Schnell in den Chat schreiben. Ja, 15 Was ist Sekunden. GitHub? 15 Sekunden. Was ist? Wo werden Leitfäden veröffentlicht? Die Ja, lass mal Leitfäden. gelten. Passt. Also, GitHub ist unsere technische Plattform, wo die Leitfäden drin sind. Was für ein Tisch bist du oder was für ein Team? Team 1. Team 1. Ah ja, klar, logisch. So war die Regel. Also ihr kriegt Genau. die 100 Punkte. Dann geht Super. es weiter. Was wollt ihr als nächstes? Ach so, ich darf dann. Im allerbesten Fall räumst du ab und gehst einmal durch die Matrix durch. Die Matrix, genau. Ich nehme mal Technik für 200. Technik für 200. Also, die Antwort heißt Tool zur Konvertierung von Textdateien. Einmal läuft. Läuft. Weiß das jemand aus dem Team? Elf. Kommentierung von Textdateien. Das habe ich schon gesehen. Martin, ja, das ist schon gemeldet. 4 Sekunden noch. Adobe OPDF Writer. Ist wahrscheinlich eins, aber nicht das, was wir in LernOS verwenden. Sorry. Okay, Also, dann geben wir nicht. ab. Dann schauen wir mal, der nächste war der Martin. Dem schicke ich mal die Einladung. Danke dir. Jo, bis dann. Bis dann. So, schauen wir mal. Martin hat die Einladung. Da ist er. Grüß dich. Grüß dich auch. Brauche ich den Timer oder sagst du es gleich? Pandoc? Pandoc, völlig richtig. Sehr gut. Von welchem Tisch kommst du? 7. 7. Moment, ich zeige euch auch die richtige Antwort. Nicht, dass ihr denkt, wir schummeln hier. Was ist Pandoc? Also, Jeopardy-Prinzip immer die Frage sozusagen. Nicht,
das Ergebnis ist als Antwort formuliert, ihr braucht die Frage dazu. Tisch 7, einmal Technik 200, alles klar. Was wählt ihr als nächstes? Ich darf jetzt wählen, ja? Ja. Ich bleibe bei der Technik. Räumen wir erstmal die Technik ab, genau. Also Technik abräumen. Die Antwort ist Format für die Erstellung von LernOS-Leitfeld. Format. Wenn es das technische Format ist, ist es Markdown. Ja, du brauchst, wir brauchen die Frage, aber jetzt machen wir es mit der Frage korrekt. Was ist Markdown? Markdown? Da zeigen wir mal hier die Antwort. Das ist richtig. Sehr gut. Team 7, auch in der Zeit. Passt. So, was wollt ihr dann? Da ich ja Lerners Neuling bin und Techie, bleibe ich bei der Technik. Bleibst du bei der Technik. Sehr gut. Hast du deine Kollegen im Chat oder? Mit dieser Datei kann man LernOS-Leitfäden auch in Kindle oder der Kindle-App anzeigen. Mobi. Ja, Frage. Was ist Mobi für ein Format? Was ist Mobi? Exzellent. Sehr gut. Team 7. 1300. Wahnsinn. Okay, wie geht's weiter? Moment, ich bringe zurück. Ja, komm, jetzt machen wir die Technik leer. Die Technik, Technikaffin sind weinen jetzt. Genau. Für die Erstellung von LernOS-Inhalten. Toolkandidat. Das müsstest du wissen, weil du hast sie präsentiert. Ja, auch ja, das ist richtig. Was sind GitHub Actions? Das ist leider für die anderen. Moment, warum macht er meinen Spacebar nicht? Was sind GitHub Actions? Völlig richtig. So, also, die lieben mit fulminantem Start, aber jetzt gibt es keine Technik mehr. Jetzt müsst ihr euch was anderes. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Dann nehme ich mal Grundlagen 100. Grundlagen 100, sehr gut. Also, aus dieser Sprache kommt der Name Lerner. Okay, das weiß ich. Esperanto. Esperanto. Danke, Katrin. Okay. Wie geht's weiter? Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen bunter hier. Toolbox 100. Toolbox 100. Der älteste Bestandteil der Lerner ist Toolbox. Alter. Tja, da wird es jetzt schwierig. Ich habe vorhin nicht aufgepasst. Ja, 5 Sekunden noch. LernOS for you? Nein, leider nicht. Alles klar, danke dir. Aber ihr habt danke. Der nächste, den ich gesehen habe, war der Karl. Den hole ich jetzt mal auf die Bühne. Der Karl, Martin, so. Hey, hi, Simon. Was ist der Expert Debriefing Guide? Na, ich wäre verrückt. Das müsste stimmen. Was ist der LernOS Expert Debriefing Leitfaden? Von was für einem Tisch bist du denn? Ich bin Tisch 2, Team 2. Team 2, sehr gut. Hast du das selber gewusst oder haben die Kolleginnen im Chat geholfen? Die haben mich hier hingeschoben. Ich hab's aber auch selbst gewusst. Alles klar. Moment, jetzt muss ich mal alle Hände, Stefan Diebold da die Hand noch oben. Ich tue mal gerade eure Hände alle anraisen. So, jetzt geht's weiter. Was wollt ihr dann haben? Ich frage, guck mal kurz ins Team. Ich glaube, wir machen Toolbox 200. Wir zielen auf die Sketchnoting-Fragen. Sehr gut. Wird unsere Achtsamkeit kultivieren. Was ist der LernOS Mindfulness Guide? Lass mal zählen, nachdem er die ganze Zeit so hieß und erst heute in Mindfulness und Inclusion, glaube ich. Ach nein. Diversity. Mindfulness stimmt. Also, das war der Diversity, der einen Zusatznamen gekriegt hat. Was ist der Mindfulness Leitfaden? Exzellent. Coleo, Team 200. Sieht auf Platz 2. Wie geht's weiter? Wir machen Toolbox 300. Toolbox 300, sehr einfallsreich. Oh, das ist natürlich sehr leicht. Entstand aus den visuellen Protokollen zum LernOS Webcam. Da habe ich mir das gedacht, Simon. Was ist das
Ja, oh ja, eine gute Frage. Was ist der Lernos Sketchnoting Guide? Ja, natürlich. Sehr gut. Das war ja ein Steilpass. So, jetzt wechseln wir die Kategorie. Jetzt wechselt ihr, okay. Ja. Auf was geht? Ich warte mal kurz, was das Team sagt. Und wir machen mal was Spannendes, was noch keiner so richtig kann. Wir machen Learners for Orks und machen 100. 100, alles klar. Steigen wir es mal leicht ein. Formelle und informelle Organisation. Uiuiui, schreibt der Chat. Uiuiui. Okay, geht der Timer schon ab? Ja, 5 Sekunden haben wir noch. An welche Organisation richtet sich der Learners for Orks Guide? Leider nicht. Schade. Okay. Aber trotzdem Platz 2. Danke dir. Und ich habe den Reinhard als nächstes mit der Hand gehoben. Vivi war einen Tick später, glaube ich. Der Reinhard. Schauen wir mal, ob er kommt. Dum, 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 dum. Da ist er. Servus. Formelle, informelle Organisation, Reinhard. Bis jetzt habe ich noch nichts gewusst, aber das glaube ich, weiß ich. Was meinte Kotter mit Accelerate? Ja, weißt du vielleicht auch noch, wie seine Bezeichnung ist für die zwei zusammen? Also wie er das nennt, formelle. Was ist eine duale Organisation? Exakt. Also, was ist das Dual Operating System? Nachdem es ja keine Buchrufe gibt, lassen wir das gelten. Sehr gut. Was für ein Team bist du? Team 4. Team 4. Also, exzellent. 100 Euro für Team 4. Wo wollt ihr weitermachen? Ich sehe es noch nicht. Ah, jetzt. Ja, bleiben wir bei Orks 200. 200. Nicht bottom-up und nicht top-down, sondern. Was höre ich? 10 Sekunden. Bitte? Was höre ich? Auf die Nachrichten meiner. Sind noch? Nicht bottom-up. Leider nicht. Wenn mir keiner hilft, leider nein. Ja, alles klar. Gut, also wer es weiß aus einem... Alles klar. Danke dir, Reinhard. Ersten Punkte für dir und der Moritz hat sich gemeldet. Den holen wir jetzt mal da gleich. Moritz. Hi. Anderen Teams lassen viel Zeit. Ich bin ein bisschen verwundert, weil ich eigentlich ein Teil von Team 4 bin und ihn noch angechattet habe. Also ich kenne das unter dem Begriff Gegenstromverfahren. Ja, leider auch nicht. Fast. Ne, oder nicht fast. Aber ist es leider nicht. Sorry. Reinhard hat sich nochmal gemeldet. Ich weiß nicht, ob die Hand noch oben ist oder wieder. Aber jetzt nehmen wir erstmal den Moritz von der Bühne. Genau. Weiß es jemand? Ich zähle mal von 5 runter. Wenn sich keiner meldet, würde ich es auflösen. Die Nicole kommt da dazu. Jetzt war genug Zeit zum Googlen. Den Carsten habe ich dann noch gesehen. Nicole Denzel hat die Einladung. Mal gegoogelt habe ich nicht. Nicht top-down. Was ist eine Grasrootbewegung? Ja, die würde man eher zu bottom-up zählen. Das dritte ist noch was anderes. Dann die Lehmschicht. Sorry. Auch die Lehmschicht nicht. Das ist ja schwierig. Oh, da haben wir Schwieriges ausgesucht. Ich hole mal den Carsten noch dazu. Der Carsten hat es sich gemeldet. Kann man vielleicht noch als Tipp geben, es ist ein sehr altes Nonaka-Paper. Oh. Ich glaube 1989. Na, es gab da immer noch für die multiple Nukleus-Strategie oder zünde viele Feuer an oder so. Aber es klingt nicht nonakisch. Könnte man so umschreiben, aber es ist nicht der Name. Wir schauen mal, ich hole mal noch den Felix, vielleicht kann der auflösen. Wir müssen mal diese alten Nonaka-Paper wieder teilen. Die Organisationsentwicklung hier, Comelli. Okay. Also wenn ich es richtig nachgelesen habe, ist es Middle-Up-Down.
Exzellent, das ist es. Middle-Up-Down-Management als so eine Spirale und eine Mischung aus Top-Down und Bottom-Up. Meine Güte. Genau, also Carsten, ja. Ich muss dich leider hier herab von der Bühne. Den Felix muss ich nach seiner Teamnummer fragen. Teamnummer 1. Wir holen auf. Nummer 1. Wir holen auf, genau. So. Also, wo wollt ihr weitermachen? Ich, was ist jetzt noch frei? Ah, okay. Machen wir mal bei Orks 300 weiter. 300. Treiber der lernenden Organisation. Treiber der lernenden Organisation. Jetzt gucke ich noch auf meinen Chat. 10 Sekunden noch. Die, was ist die agile Transformation? Ja, das war ein Bestandteil, aber es geht eher um die Menschen, die es treiben. Leider nicht. Leider nicht. Ich habe den Harald hier als nächstes. Danke dir, Felix. Das waren die, die so klein unten waren. Servus, ja, Harald. Wer ist der Treiber der lernenden Organisation? Neugierige Guides treiben die lernende Organisation? Netzwerke? Welche Netzwerke treiben die lernende Organisation? Also das war vorhin in der einen Folie zwischen formell und informell. Da hatte ich ja die Guiding Coalition vom Kotter quasi, ne, wo man die Guides rauslesen kann, aber auch die Coalition durch die Learning Coalition ersetzt und das mal als Arbeitstitel. Ich glaube, dass es da ganz spannend ist, für so eine Gruppe von Leuten irgendwie auch einen sinnvollen Namen zu finden. Lass mal gelten, würde ich sagen. Die Nummer 8. Team, wir holen auf. 8. Was seid ihr für eine Nummer? Für eine Team-Nummer? 8. Ah, okay. Die ersten Punkte für Team 8. Jetzt zieht damit mit Team 1 gleich. So, Moment, ich muss mal alle Hände unraten wieder. So, und hier euch die Lösung einsetzen, natürlich Learning Coalition und euch fragen, wo ihr wart. Wir machen weiter, nachdem mein Team votet bei Grundlagen 400. Ja, Grundlagen 400, okay. Daher kommt das OS in LernOS. Was bezeichnet Operating System? Ja, ich weiß nicht, ob das die 400 schon wert. Moment, was immer noch die 8. Nummer? Immer noch die 8, genau. So, okay, also damit seid ihr 700 und auf den Platz 2 Betriebssystem. Moment, ich muss den Karl auch wieder unraisen. So, also dann könnt ihr euch Gedanken machen, wo ihr weitermachen wollt. Toolbox 500. Toolbox 500. So, Umsetzung einer Idee von Bertolt Brecht. Carsten schreibt bestimmt gleich die Antwort. Was ist die Radiotheorie? Also ich glaube, das war die Frage von meinem Team. Was ist die Radiotheorie? Also es ist zwar der Podcasting-Leitfaden, aber das ist genau die Idee sozusagen, dieses Grundzitat von Bertolt Brecht, dass alle Radiosender auch zu Empfangsstationen damit zu einer Plattform für den Durchgang. Hätte Bertolt Brecht jetzt auch noch nicht in die Podcasting-Szene gesetzt, darum schien mir das plausibel. Oft als einer der Ausgangspunkte genannt und Podcast als Umsetzung seiner Radiotheorie. Also damit war Radiotheorie eigentlich noch schwieriger, würde ich sagen, drück mal ein Auge zu und lassen das gelten. Team 8 auf 1200 Punkte und ihr könnt euch überlegen, wo ihr weitermacht. Dann gehen wir Grundlagen 500. Carsten, 1000 gibt es nicht. Grundlagen 500. Lernen von der Wiege bis zur Bahre. Wie würde man lebenslanges Lernen noch bezeichnen? Ja. Das müssen wir auch gelten lassen. Eigentlich ist es, was ist lebenslanges Lernen? Aber das passt. Sehr gut. From Cradle to Cradle. Exzellent, genau. Rock. Und damit zieht ihr an bis auf 200 Punkte an das Team
200 ran. Ich sehe da schon die rechtlichen Einsprüche, die da kommen werden. Wo wollt ihr weitermachen? Es traut sich keiner an LOS for you ran. 400? 400 gleich. Oh, Moment. Ups, da waren wir schon. Hier muss ich hin. I will as measured by. Fünf Sekunden. Leider die Zeit zu Ende. Aber war ein guter Run auf jeden Fall. Ja. Lernfahrt, gleich siehst du es, Lernfahrt du noch machen musst dann. Danke dir. Der Benjamin hatte sich, nee, der Karl hatte sich zuerst gemeldet. Damit holen wir den Karl wieder. Und wenn der das nicht kann, den Benjamin noch. So, hier kommt der Karl. Deine 15 Sekunden laufen. Wie beschreibe ich meine Ziele in OKR? Ja, genau. Also lassen wir auch gelten, das ist ein OKR. Das ist sozusagen die ganz alte Formulierung John Doerr, wie man ein OKR textuell formuliert. Exzellent. Du warst, glaube ich, 7er Team, bitte, oder? Team 2. Also immer noch Team 2. Na, das macht es spannend. Sehr gut. Das war, glaube ich, eine 500er. Damit seid ihr vierstellig schon mal und könnt euch entscheiden, in welche Richtung ihr weitergehen wollt. Ich glaube, Learners for You ist, sind wir stark. Wir machen die 500. Ihr macht die 500. Also 11 statt 31. Ich weiß es. Das ist gut, dann sag's. 10 Sekunden hast du noch. Wie viele Cutters sind in Version 1.2 anstatt 1.1 anstatt 1.0? Das ist sogar detaillierter, als du es hättest wissen müssen. Wie unterscheidet sich die Antwort zwischen Lernholz Woll-Lernpfad und dem Woll-Circle Guides? Aber es ist richtig, ich hätte sogar gesagt ab der 1.1, aber müssen wir nachgucken. Sehr gut, also Team 2 zieht auf 1500 Punkte. Ich habe Inselwissen bewiesen. Sehr gut. dann machen wir doch mal noch Learners for You 300. Learners for You 300. Mindsweep. Ja, also auf den Chat. Ich kann nur die Frage nicht richtig formulieren. Welche Technik aus Getting Things Done wendest du an, um alle deine existierenden Gedanken zusammenzusammeln? Ich kriege es nicht präziser formuliert, Simon. Lass mal auch gelten. Wie heißt eine Karte? Super, Nicole hat das auch gerade in den Chat geschrieben. Was ist eine Getting Things Done Methode? Ja. Also, damit setzt ihr euch an den Platz 2 schon mal. Die Amtische, die noch gar nicht dran waren, das ist ja echt Mist. Da müssen wir eine zweite Version auflegen. Wo wollen wir spielen jetzt mal gleich rüber zu den anderen Tischen. Wir machen da erstmal Toolbox 400. Toolbox 400. Autor Alexander Rose. Oh, 5 Sekunden. Alex, wie heißt denn dein verdammter Guide nochmal? wer hat den Prozessmodellierungs-Guidefaden geschrieben? Das war leider die Zeit schon aus. Das heißt, du hast einen Steilpass für den nächsten geliefert, der die Laura ist. Sorry. Ich hole die Laura. Danke dir. Schöne Aufholjagd. So, Moment, Laura. Ja, aber ich wusste es auch. Da kommt die Laura. So. Also, du hast gehört, was der Karl gesagt hat, natürlich. Ich wusste es auch. Prozessmodellierung. Was ist der Prozessmodellierungsguide? Ganz genau so ist es. Das war ganz lustig, weil ganz viele Leute im New Work-Bereich so denken, New Work hat nichts mehr mit Prozessen zu tun, aber Effizienz, Effektivität kommt durchaus durch Prozesse, deswegen brauchen wir den auch an Bord. Welches Team bist du?
Team 8. Das heißt, Team 8 zieht an die Spitze mit einigen Abstand. Und ihr könnt wählen. Ja, nicht mehr, das Stück gibt es noch. Grundlagen für Befehl? Genau. 200 und 300 gibt es noch zur Auswahl. Okay, ich hoffe, ihr antwortet, weil ich habe Gruppe von 4 bis 5 Personen, die gemeinsam ein Lernziel in einem Sprint verfolgen. Das ist ein Zirkel, ne? Ein Zirkel. Bitte? Ein. Was ist ein Lern-OL oder Learning Circle? Ja, das lassen wir gelten. Team 8 auf 2400. Wo geht's weiter? Ich warte auf mein Team, was Sie sagen. Wieder Grundlage 200. Die Grundlagen erstmal abgeräumt. Ich glaube, ich ersetze Schuljahre oder Semester für das selbstgesteuerte Lernen. Da fehlt ein E. Zehn Sekunden. Ja. Puh. Leider die Zeit raus. Aber ihr seid ja schon so weit vorne. Ich habe gesehen, die Susanne hat sich gemeldet. Das ist komisch gefragt, hat mein Team gesagt. Ja, das ist eine Antwort. Ihr braucht die Frage dazu. Alles klar. Alles klar. Das war die Runde vorher eigentlich. Oh, okay. Aber du weißt die Antwort trotzdem oder nicht? Was ist... Nein, mein Team lässt mich im Stich. Genau. Du hast immer formuliert und gehofft, dass die Antwort im Chat kommt. Ja, ganz genau. Was ist, Moment, habe ich fast falsch geklickt. Hier muss ich klicken. Nachkommen. Was ist ein Lern-OS-Sprint? Exakt. Du bist vom Team? Team 9. Oh, die ersten Punkte. So, jetzt könnt ihr euch ranhalten. Dann könnt ihr noch eine Aufholjagd starten. Wobei, ganz reicht es, glaube ich, nicht mehr. Was wollt ihr, was für eine Kategorie wollt ihr haben? Lust for you 100. For you 100. Mindset, Skillset, Toolset. Ja. 10. Das sehe ich schon, der Clemens. Ja, warte mal, der hat sich zuerst gemeldet. Aber die ersten Punkte? Ja, das macht gar nichts. Dafür spielen wir es ja. Die Piwi hole ich auf die Bühne. Danke dir. Piwi hat die Einladung. Ja, genau. Da sind wir. Was sind die Bestandteile des Lern-OS-Spiels? Was bist du für ein Team? Auch 8. Wow. Ja, jetzt seid ihr ja quasi schon uneinholbar. 3 Kategorien haben wir noch. Wir nehmen Lern-OS for you 200. Eines für 200. Offenheit und Vernetzung. Offenheit und Vernetzung. Offenheit. Was ist das Mindset von Lern-OS? Schade. Nein, leider nicht. Nicht, aber danke dir trotzdem. Moment, wer war da als Erster? Hat als Erster die Hand gehoben, jetzt ist sie rausgerutscht. Der Marcel. So, also Marcel kriegt die Einladung. Danke, Piwi. So. Halt, das war der Carsten. Moment, warum? Der Carsten, nee, der Marcel war, sorry, Carsten. Der Marcel war ganz als erster Melder. So, schauen wir mal, ob der Marcel kommt. Marcel, da ist er. Was ist ein wichtiger Bestandteil im Woll-Circle-Leitfaden? Können wir das gelten lassen? Ja, dann lasst mal gelten. Also die Frage, was lernt man mit dem Woll-Lernpfad? Das sind zwei Schlagworte, die oben an dem Gipfel dran stehen. Team 1. Von welchem Team kommst du? Team 1, okay, da kommt jetzt die Aufholjagd. So, zweimal. Was wollen wir nehmen? 400 oder 500?
Schreibt mal was. 400. Gut, wir starten mit 400. LernOS für Organisationen 400. Das Habitat von Communities und Netzwerken. Der Harald hat sich was ist kollektive gemeldet. Intelligenz? Okay. Na, danke. Leider nicht, leider nicht. Aber da. So, dann kommt da der Harald nochmal auf die Bühne. So. Das brauchen wir jetzt aber genau die Frage. In Enterprise Social Network. Ja, okay, wäre technisch, aber ist leider auch nicht die Antwort. Habitat. Hättest du ein bisschen mehr noch an Kotter denken müssen. Ja. Vielleicht ist das ein die Netzwerkorganisation im. Die Netzwerkorganisation oder die informelle Organisation, genau, die rechte Seite quasi vom Dual Operating System. Ja, 8. Da, du warst Teamnummer? Teamnummer 8 immer noch? Oh, oh, okay. So, jetzt könnt ihr quasi euer Triple rund machen. Gibt ihr nur noch Lernen für Organisationen 500 und da ist die Antwort große Menge von Change Agents. Ah, auch an, wie nennt Kotter die? Wie nennt man eine Guiding Coalition oder was ist eine Guiding Coalition? Ja, wäre eine Frage, aber das ist nicht diese große Menge. Die Guiding Coalition sind die wenigen. Also da schauen wir mal, der Caster hatte sich gemeldet. Da wir den Kotter-Link nochmal verteilen dann. Danke dir. Aber jetzt halt eh nicht mehr eins. Bis dann. So, Moment. Der Carsten war da als nächster. So, da brauchen wir jetzt auch tatsächlich genau den Begriff, den Kotter auch nennt dafür. Das ist hier Kotter Country und ich stehe ja gar nicht so drauf. Die Army of Volunteers. Hier ist es, ganz exakt. So, die Army of Volunteers. Sehr cool. Ja. Alles klar, wo deine Teamnummer war? Die 8 immer noch. So, ja, das Team 8, da muss ich ja gleich mal an den Tisch schauen. Das ist ja das perfekte Lerner-Spin-off. Alles klar, also Team 8, ihr bekommt jeder ein Buch. Ihr könnt euch aussuchen, welches. Wir sammeln dann die Namen sozusagen der Mitglieder alle zusammen. Und damit würde ich jetzt die Bühne wieder schließen. Euch herzlichen Glückwunsch. Wer will, ich poste den Link zu diesem Jeopardy mal im Chat. Wer das mal irgendwo spielen will oder Ideen hat für die Verfeinerung, das ist auf Jeopardy Labs gemacht. Also da kann man sich ganz einfach so selber Jeopardys machen. Das ist immer so ein ganz netter Gimmick. Wir werden hier so in 10 Minuten ungefähr nochmal zum Guido schalten, unserem Live-DJ in sein Live-Studio, der ja dann nachher auf Mixcloud spielt. Musik könnt ihr irgendwie anders laufen lassen. Also da hatte ich ja vorhin gesagt, am besten irgendwie mit so einem Smartphone-Lautsprecher, dass man das entsprechend regeln kann. Da schalten wir einfach nochmal 5 Minuten hin, ist die Bühne offen und ansonsten ist ab jetzt dann Open End quasi das Remo noch offen. Ihr könnt beliebig, wie ihr wollt, an den Tischen bleiben, euch weiter unterhalten, Musik hören oder nicht, tanzen oder nicht, wie ihr das wollt. Also wegen 10 Minuten sind wir hier nochmal live.